Okay, dann lebe Leb wohl. wohl. Und ich gehe jetzt zum guten Wesimir. Ey! Und stößt sich ganz doll, und am Morgen hat er die Hose voll. Ah, eingeladen, Kommandant Peter, sag, wen zum Thema der Gesatzung sprechen zu hören. Welchen allgemein Herr Emir, also bald ein guter Gang haben wird. Die Anwesenheit ist nicht verpflichtend, doch die Einwohner vom Weißgarten sind gut beraten, die Gelegenheit zu nutzen, um zu erfahren, welche Rechte und Pflichten ihnen unter der neuen Ordnung zuteil werden. Gute Leute, ihr lebt nicht länger in ein Land der Barbaren, wo jeder tun und lassen kann, was er für richtig hält. Ihr seid nun Teil des Kaiserreichs Nilfgaard. Das Nilfgaardische Gesetz beschützt euch, legt euch aber auf neue Verpflichtungen auf. Die kaiserlichen Kräfte haben euch die Fackel der Aufklärung gebracht. Wenn ihr sie in die Hand nehmt, wird euer finsteres Zeitalter bald einer strahlenden neuen Ära weichen. Nehmen wir einfach mit. Hiermit sei kundgetan, dass sich auf Befehl des Führungsstabs seiner kaiserlichen Majestät alle tauglichen Männer aus Weißgarten in Dorftaverne einfinden müssen. Eine Schaufel oder Picke aus eigenem Beständnis mitzubringen. Die Felder um das Dorf sind mit Leichen übersät und angesichts der warmen Witterung befürchtet der Führungsstab den Ausbruch von Seuchen. Dies möge den Bewohnern vom Weißgarten als Beweis dienen, dass ihr neuer Herrscher um ihre Sicherheit bemüht ist und sie nicht nur gegen Banditen verteidigt, sondern mit Hilfe von Maßnahmen, die in der zivilisierten Welt längst etabliert sind, auch vor Krankheiten schützt. Wer sich weigert, diesem Befehl nachzukommen, wird ausgepeitscht und in den Stock geschlagen. Gezeichnet Kommandant Peter Sargvinlive. Jo, zivilisiert. Suche Flug zum Ausleihen. Hallo Leute, kann mir jemand seinen Flug leihen? Ich habe meinen neulich dermaßen auf sch einen Stein gesetzt, dass er krumm und schief gebogen ist. Und ein Biest soll mich holen, wenn ich weiß, wie man ihn repariert oder sein Feld ohne pflügt. Freiwillige sucht, auf Befehl von Kommandant Peter, leck mich am Arsch. Sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee ab sofort Anwerbung entgegennimmt. Rekruten erhalten Verpflegung, Unterkunft und regelmäßigen Sold. Selbstverständlich ist die Ehre Emir war, Emreis, Deitwin, Adan, Yin, Khan, Eb, Moven dienen zu dürfen, der höchste Lohn. Nach der Einschreibung werden die Rekruten von den besten Strategen des Kaiserreichs unterwiesen. Die Familien der Rekruten können sich auf ausreichende Versorgung während der gesamten Dienstzeit verlassen. Fällt der Soldat im Kampf, erhalten die Familien eine lebenslange Pension. Gesucht, Deserteur. Letzte Nacht ist ein Soldat im Schutze der Dunkelheit aus dem Armeelager geflohen. Der Gesuchte, ein Rekrut, der kürzlich freiwillig zum Reihen seiner kaiserlichen Majestät gestoßen ist, wird Odrin genannt. Das hatten wir schon mal. Nilfgaardisch Unterricht. Nicht. Das haben wir auch schon mal gelesen. Sind das jetzt Nebenaufgaben oder? Nö, das sind einfach so. Also wir haben trotzdem nur diese beiden. Lies das Dokument, das du gefunden hast. Getan. Finde mit Hilfe deiner Hexersinne. Hä? Wieso habe ich das denn noch nicht? Was? Wo ist das denn? Oh. Ja, da werden wir nochmal hinkommen. Aber nicht Wer hat dir jetzt. das Jetzt beigebracht? Chatty. gehen wir Kann erstmal ich das in Geldchen mit mir? die Ich hasse Taverne. Sterben. Guter Mann. Wem gehören die Felder am anderen Flussufer? Am Wald? Da müsste Wesimir sein. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er. Schon Ach, gut. da ist er ja. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Wieso haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd ist? Ja? Was ist denn, Wolf? Wir sind jetzt seit einem halben Jahr Weißt du, dass es schon ein unterwegs. halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja. Obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Dugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon Tja. immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Oh ja, echt? So alt? Ich Es habe einen gibt gute und Vertrag. schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit?
Ich habe ein paar Informationen über den Greif. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Kreuzdorn habe ich schon. Habe ich echt? Ich hab den Kreuzdorn. Wo ist das denn her? Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Zeit für die Falle, würde ich sagen. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Bereite dich auf den Kampf gegen den Greifen vor, indem du den Trank Donner herstellst. Rücktaste zum Spielmenü öffnen. Aha. Navigiere zum Alchemiefenster. Zum Herstellen eines Gegenstands benötigst du richtigen Zutaten. Hier findest du eine Beschreibung des Gegenstands, den du herstellen kannst. Jo, wo ist denn der Donner? Da. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit du sie im Spiel einsetzen kannst. Verwende Bild oben, klicke auf Pfeile, um das Inventar zu öffnen. Oh. Donner erhöht die Angriffskraft. Tauschen wir mal. Jetzt kannst du diesen Trank hier verwenden. Auf dem zweiten Platz zu aktivieren. Ja, das kriegen wir hin. Na. Ah. Du kannst dein Spiel jetzt nicht speichern? Spiel gespeichert. Okay, gucken wir mal auf die Karte, wo Wesimir denn auf uns wartet. Und das passt mir natürlich, denn da oben war mein Schatz. Das heißt, ich hole mir jetzt mein Pferd und reite erstmal nach da oben. Und suche den Schatz. Und dann reiten wir von da aus zu Wesimir. Ich muss sagen, der Bart ist wirklich gewachsen. Mal gucken, vielleicht installiere ich mir noch die Zusätze Bart und Hairstyle. Und irgendwie gibt es auch noch eine temerische Rüstung, die man sich installieren kann. Aber ich glaube, die wird sowieso schlechter sein als unsere. Gehe ich mal von aus. Weil wäre ja scheiße, wenn man von Anfang an eine Rüstung hat, die stärker ist als das, was man findet. Aber dieses Bart und Hairstyle, das könnte vielleicht lustig werden. Wenn wir denn mal einen Friseur finden und Geralt frisieren können. Kommt man ja in den Teilen bis jetzt immer machen. Dann konnte man ihn irgendwie so einen Zopf machen oder die Haare offen tragen lassen. Zumindest im zweiten Teil konnte man das mal machen. Im ersten ging das nicht. Was gibt's denn hier alles? Suchst du Ärger? Nö, nö, ich such bloß ein paar Kräuterlis. Alles cool. Ich ernte dir bloß dein Feld weg. Was willst du? So, den Rest darfst du behalten, mein Freund. Ach, hier sind wieder die wilden Pferde. Da sind wir also. Ey, Horte Hü, hüpfen wir nicht in die Quere. So, irgendwo hier war der verlorene Schatz der Temerie oder wie das hieß. Den werden wir auch gleich mal markieren, damit wir den Suchradius nicht verlassen. Habe ich da etwas Rotes gesehen? Nö. Ich gehe mal davon aus, das wird wieder unter der Erde sein. Weil ein Schatz, der wird nicht irgendwo oberhalb der Erde liegen. So, geh auf, du blöde Tür. Und wusste ich doch, da geht's im Keller.
Hier können wir noch mal gucken, aber hier gibt's nichts. Dann marschieren wir mal runter hier. Und Schema Glanz. Keine Ahnung, was Glanz ist. Auf. Geralt, bitte aufschließen. Ich sagte, bitte aufschließen, junger Mann. Ich hab doch den Schlüssel. Der möchte das nicht aufschließen. Alles cool. Ja, schließ das auf. Schließ das auf. Geralt, du machst mich sauer. Geralt möchte das nicht aufschließen. Fuck you. Dann halt auf die harte Tour. Okay. Die Kiste will's nicht anders. Blöde Kiste, geh auf. Tja, ich drücke eh wie ein Verrückter. Aber nichts wirkt. Nicht einmal die Hexersinne. Gut. Dann halte ich mich da jetzt auch nicht lange dran auf. Da gucke ich dann nochmal nach, ob das ein bekannter Bug ist oder so, der vielleicht schon gefunden wurde. Ich meine, das Spiel ist ja noch nicht so alt. Und dann machen wir uns auf zum Greifen. Los, Hottehü! Auf zu Vesemir. Der irgendwo da unten rumgammelt. Alter, du blödes Pferd! Schubst du mich doch nicht so beiseite, wenn ich am Husten bin! Auf jeden Fall ein kräftiger Hengst, der da uns eben weggeschoben hat. Der wollte sich bestimmt am Plötze ranmachen. Schnauze. Scheiß Rassisten. Fuck, jetzt habe ich diesen Donnertrank genommen. Aha. So, hier speichern wir nochmal. Und dann sprechen wir mit Vesemir. Goldene Getreidegarten. Charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Wir können anfangen. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Okay. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind? Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen. Unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden... Meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Achtung, er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Ah, hat mir schon gefragt, wann ich die bekomme. Den Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Gespielt hast du also. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Vorsicht!
Die Armbrust, wie rüste ich die aus? Wo ist die überhaupt? Ach da. Ja, gut, wenn er mir nicht sagt, wie ich die benutze. Schnellzugriff. Wähle Armbrust mit und aktiviere sie mit. Ja, hab ich. Mach ich. Vorsicht! Sturzflug! Drücke, um einen Armbrustbolzen zu verschießen. Alter! Boah! Ah, fuck, nicht getroffen. In eine Scheißfresse. Haha, nix da. Yeah, bam, in die Fresse, Junge. Alter. Ja, brenne. Bitch. So, mein Freund. So nicht. So nicht. Lass ihn nicht entwischen. Alter, jetzt soll ich den hinterher oder was? Wenn du Hexersinn einsetzt, siehst du nicht nur besser, sondern hörst auch besser. Halte gedrückt, um Sinne zu schärfen und den Ursprung entfernter Geräusche zu bestimmen. Der landet. Der muss sich erholen. Den haben wir gut zugesetzt. Ja, ich komme, mein Freund, ich komme. Wie viele Bolzen habe ich denn? Alter, doch nicht mit der Faust, Geralt. Aua! Alter, der haut aber auch gerade zu. Oh, fuck. Oh, fuck. Der dreht gerade übelst durch. Was jetzt, du Stück Dreck? Ich weiß nicht mehr, wie man schwere Schläge austeilt. Alter! Na komm, jetzt sterb. Alter, komm, ein Schlag noch. Ah, der hat mich betäubt. Na gut, du willst es so? Dann stirbst du halt so, mein Freund. Tut mir leid für dich, aber es musste sein. Schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest.
Was soll das denn heißen? Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Ja, schieb mich beiseite. Was haben wir hier? Monsterklaue, Monsterauge, Monsterherz, Greifmutagen, Greifentrophäe, alles nehmen. Oh, ein kleines Buttermesser. Haben wir den jetzt wirklich? Okay, wir haben den tatsächlich den Kopf abgeschnitten und der hängt an unserem Pferd. An unserem Pferd. Sieht interessant aus. So, Pflötze, dann lauf mal. Schön den Weg entlang. Das ist aber die falsche Richtung, mein kleines Pferd. Galoppieren wir mal ein bisschen schneller. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ach, hier ein Ort der Macht. Den hätten wir uns vorher eigentlich holen können. Aber egal. Hier wurden ein paar Leute gehängt. Ah, wir nähern uns wieder den Sumpf. Ich frag mich, ob hier neue Monster gespawnt sind. Giftwolken. Ich frag mich, ob die mich im Pferd auch auf dem Pferd. Anscheinend schon. Er hustet nämlich. Und ich sehe gerade, wir haben unendlich Pfeile für die Armbrust. Ist unten links zu sehen, unter dem Donnertrank. Ist mir gar nicht aufgefallen vorher, dass da ein unendlich Zeichen ist. Ich habe bloß die Armbrust gesehen. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. So. Soll ich jetzt ohne den Kopf da hochgehen? Ich hätte jetzt gedacht, ich muss den Kopf irgendwie dahin tragen. Oder hochheben und rufen, ich habe ihn. Was zum Teufel ist das? Robben. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Oh Mann, der arme Junge. Was? Kein freundlicher Hauptmann mehr? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe den Greif erledigt, mein Freund. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Das ist aber nett. Einige Dialoge erfordern schnelle Entscheidung. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. Zu Geld sage ich niemals nein. Ja. Bereite dich mit Vesimir auf den Ausbruch aus Weißgarten vor.
Vizima bereist man auch in der ersten, ja, in der ersten Stadt, wollte ich sagen. Im ersten Witcher-Teil. Das ist eigentlich der Haupthandlungsort des Spiels. Und ich nehme jetzt den Greifenkopf mit, ja. Gut. Ist mir auch recht. Ja gut, diesen temerischen Schatz haben wir wohl... Ich hoffe, man kann später noch mal herreisen, dann hole ich den offscreen halt. Oder gehe da offscreen hin, nehme auf, wie ich den Schatz hole und reise dann offscreen wieder zurück. Aber eigentlich soll es ja ein offenes Rollenspiel sein, also gehe ich stark davon aus, dass wir wieder herkommen können. Was ist das da oben schon wieder für ein Zeichen gewesen? Habe ich schon wieder einen Punkt? Stufe 4... Stufe 6, Stufe 8, Stufe 10, Stufe 9, 12, 15, 30. Mehr Stufen gibt's nicht. Ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Oh, wir können eine weitere... Nicht genügend Fertigkeitspunkte. Okay, dieser Pfeil da oben in meinem Leben war also wirklich... Heißt wirklich, dass wir einen Fertigkeitspunkt haben. So, ich frage mich, ob Vizima noch aussieht wie im ersten Teil ungefähr. Oder ob es sich stark verändert hat. Theoretisch ist es ja nicht lange her. Gut, sie sind jetzt ein halbes Jahr unterwegs. Und so spielt zwischen dem ersten und zweiten Teil vielleicht auch ein halbes Jahr, also... Ja gut, die Hexer waren in der Winterpause, stimmt. Als man den ersten Teil begonnen hat. Da fängt man ja auch in Kaer Morhen an, als Einleitung, so wie wir das gemacht haben. Also, ein gutes Jahr ist der gute Geralt jetzt unterwegs. Nachdem er... Und hat in der Zeit sein Gedächtnis wiederhergestellt. Und ist jetzt auf der Suche nach... Yennefer. Ah, vielleicht noch nicht mal ein Jahr. Ein paar Monate. Ein halbes Jahr. Na, ein Dreivierteljahr vielleicht. Auf jeden Fall ist er schon eine Zeit lang unterwegs. Sagen wir es so. Und der gute Vizimir wartet in der Schenke, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Dann gehen wir da auch mal hin. So, wir sind da. Wehe, einer klaut mir meinen Greifenkopf. Den will ich mir über meinen Kamin hängen. Ja, Tür auf. Das Vizimir. Kann ich bei der guten Frau hier noch... Brauchst du sonst noch was? Hast du noch was Schönes? Was verkaufst du denn? Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Siehst dir an. Ach ja, du hattest hier Karten und so ein Schnodder. Drachenjäger von Crinford. Blaue Streifen. Ah, das ist eine Einheit aus Vizima. Mittagserscheinungstrophäe. Wo haben wir die denn her? Könnten wir verkaufen. Ja, sie hat ansonsten nur ein bisschen Schnaps. 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 Und Schnaps. Können wir aber gebrauchen. Alraunlikör. Wird für... Genau. Davon nehme ich mal noch zwei. Wie, einer kostet 106. Willst du mich verarschen? Dann nehme ich hiervon. Hiervon? 94. Hiervon? 2. So. Können wir wieder ein paar Tränke brauen, wenn wir denn wieder welche brauchen? Leb wohl. So, der Donnertrank ist erstmal alle. Dann würde ich sagen, wir hauen da erstmal wieder unseren Waldkauz rein. Weil für die normalen Gegner ist ja eigentlich